Proklamation. Im Bewusstsein meiner Verantwortung, dem Schöpfer allen Seins und den Menschen, von dem Willen beseelt, dem Frieden zu dienen, mache ich gemäß der preußischen Verfassung von 1850 folgende Proklamation gehörig. Im Namen des Schöpfers bitte ich um mein Erbe, vom Schöpfer selbst gegeben, den Boden meiner Heimat Preußen, der meinen Vorfahren als Erbe gegeben wurde. Darum fordere ich meine ererbten Staatsbürgerschaft des Königreich Preußens ein, sowie die damit verbundenen Boden- und Lehnsrechte. Ich nehme Herrn Wladimir Schirinowski beim Wort, ganz Preußen mit der Hilfe Russlands wiederherzustellen. Dieses soll geschehen, ohne die dort lebenden Menschen zu vertreiben. Diese unveräußerlichen Erbrechte wurden meinen Vorfahren im Jahre 1850 von Friedrich Wilhelm IV. An die Preußen übertragen und gemäß der preußischen Verfassung und des preußischen Landrechts ist der Mensch von Geburt an Träger aller Rechte und diese nehme ich hiermit wahr und verfüge über diese. Gezeichnet, verkündet und verlautbart am 19. Tag im November des Jahres 2020 nach unserer Zeitrechnung. Karin aus der Familie Seslinski, geboren zu Hamburg. Was bedeutet Proklamation? Wie soll man das Wort Gottes verwenden? Eine biblische Proklamation ist eine öffentliche, kühne Erklärung für alle, die an Christus glauben. Sie ist eine spezielle, öffentliche, kühne Verkündigung der Wahrheit Gottes. Eine Proklamation lebt davon, dass man eine Bibelstelle nicht wörtlich zitiert, sondern die Worte auf sich persönlich bezieht. Mit unserem Munde bekennen wir, was wir im Herzen glauben. 1. Petrus 5, Vers 6, da heißt es: So demütigen wir uns nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er uns erhöhe zur rechten Zeit, indem wir alle unsere Sorge auf ihn werfen, denn er sorgt für uns. Wir sind nüchtern und wachen, aber wir wissen, dass unser Widersacher, der Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe, besiegt ist. Er kann uns nichts tun, wenn wir ihm nicht mit Angst begegnen. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird uns, die wir eine kurze Zeit gelitten haben, vollkommen machen, befestigen, kräftigen und gründen. Ihm sei die Macht in alle Ewigkeit. Amen.